So, und da klatsche ich jetzt noch Türchen dran. Wieso gehe ich eigentlich hier mal raus, wenn ich hier auch eine Werkbank habe? So, jetzt aber. Naja, Edward. Kann man. Na, das ist doch schön. Bald eigentlich ganz gut anbieten. Ja. Aber wenn ein Block fehlt, ne, was das ausmacht. Ja. Ne? Hä? Da. Ich brauche. Ah, man kriegt ja, glaube ich, 3 raus, ne? Blub. Ja, man kriegt 3 raus. So. WB Murphy. WB. So, da oben schlafen dann die Bens. So, ich hatte jetzt, glaube ich, hinten noch wie so eine Art Spielzeug oder sowas hingemacht, ne? Also so. Ja. Spielzeug in Anführungsstrichen. So Spielzeugklötze. Ah, und hier habe ich auch noch. Ah, das ist ein bisschen anders. Okay. Aber ist, glaube ich, nicht schlimm, wenn es hinten ein kleines bisschen anders ist. Oder? Keine Ahnung. So, ich brauche jetzt mal ein bisschen farbige Wolle. Habe ich noch Wolle hier oben? Beton. Oh, da sind noch 2 Teiche. Sehr schön. Haben wir denn Birke? Wolle habe ich hier oben nicht mehr. Aber Wolle müssen wir ja unten noch haben, ein bisschen farbig, oder? Kann gerade mal gucken. Rosa, weiß, hellgrau, eine violette. Ja, rosa ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Dann kriegt das Zimmer halt eine rosa Wolle. Ja. Eine rosa Wolle. Dann machen wir eine in hellblau. Und dann machen wir noch eine in grün. Machen wir halt richtig schön bunt. So. Ja, dann machen wir das doch so, ne? Stopp, bevor ich jetzt wieder wegrenne. Ich bin voll, ne? Ich lass mal das Holz hier. So. Hier machen wir mal ein paar Blumenpöttchen raus. Und dann brauche ich ja auch noch Blumen.
Ich bin so voll. Ja, tu doch was weg. Der geht ja nicht. Ich brauche das hier. Alles braucht sie immer. Ja, furchtbar. Nennt mich bitte nicht sexistisch, aber ich habe mich für die süße Frau Dornfelder entschieden. Der Herr Riesling ist mir heute ein bisschen zu herb drauf. Und das wird dann noch interessant mit dem Kartenbauen. Spätestens nach dem zweiten Glas bläse ich die Blöcke irgendwo hin, nur nicht mehr dort, wo sie hingehören. Ja. Ja. So ist das. Dann muss man dazu übergehen, nur noch zuzugucken. Das funktioniert noch. Auch wenn man alles doppelt sieht, hey. Hat man mehr davon. Aber die Frau Dornfelder ist eine sehr gute Wahl. Ich hab einen feurigen Spanier. Oh. Ja. Hui, da geht's aber gleich heiß her, wa? Ja. Da geht's dann aber gleich heiß her. Dann geht das ja hier gleich richtig ab im Stream, sag mal. Jetzt dauert noch ein bisschen. So schnell trinke ich nun auch nicht. Eine Rioja, fragt er. Rioja? Ja. Ich glaube, ja. Ich stehe jetzt aber nicht auf und gucke. Aber Rioja hört sich richtig an. Ich denke, ja. Auskenne, wenn ich den schon so falsch ausspreche. Das liegt ja an den Spaniern, dass das so ausgesprochen wird. Ja, echt, ja, immer diese Spanier, ey. Ja, Jelena ist übrigens gerade in Madrid. Oh, was macht sie? Ihre Freundin hat ja da einen Arbeitsplatz gekriegt. Die macht für Filmtiere die Felle, die animiert die Felle von Filmtieren, wenn sie wissen, was ich meine. Okay. Und das ist nicht ganz einfach, da einen Arbeitsplatz zu finden. Und deswegen musste sie nach Spanien. Aber die Firma gefällt ihr super und die gehen jede Woche am Wochenende was zusammen machen. Jetzt am Wochenende wollen sie wandern gehen. Und nun ist Jelena, sie hat ja gerade Ferien, ist sie besuchen gefahren. Ach, schön. Ja. Hab ich mal wieder sturmfrei, weißt du. Das wollte ich doch haben hier. So, jetzt bin ich auch pickepacke vollgepackt mit Zeug, aber... Eigentlich habe ich doch dich hier, damit ich Dinge reintun kann. Diese drüben im Haupthaus hatte ich ein neues Lagerfeuer gesehen. Ach, egal, solange es flüssig ist und genug Umdrehungen hat, kann man es trinken. Ja. Haben wir hier Lagerfeuer? Ja. Dann müssen wir noch 5 oder 6 Stück da haben. In den Kisten. Aber. Ja. Amial Mahal.
Ja. Okay. Ja, ich habe nämlich eben drei Stück genommen. Da Gut. müsste noch drin sein. So, ich Mal wieder brauche noch Beleuchtung. Kamin bauen. Beleuchtung. Ach ja, ich wollte ja die Klümpchen holen. Die, die immer draußen sind. Genau. Ah, das Tropfblatt ist gewachsen. Sie sehen ja irgendwie creepy aus, die Dinger. Ja, draußen habe ich gesehen, der ist groß, ne? Ja. Mir dann auch nicht so ganz klar, warum man die hat, weil so dolle, wenn sie wenigstens nur bis zur Wasseroberfläche wachsen würden und dann vielleicht eine schöne Lotusblüte machen. Oh ja, Dann das wäre schön. fände ich die ja super cool, ne? Aber. Das machen die nicht. Doof, So. Kamin. ne? Was wollte ich denn jetzt hier? Ach ja, die Klümpchen wollte ich ja haben, genau. Und da sind auch ist auch das Lagerfeuer. Okay. Da sind noch fünf Stück sind noch drin. Irgendwas wollte ich machen. Aber was? Warum bin ich jetzt hier hin? Blumen, Wolle. Genau, wegen den Klümpchen. Zack. Ja. Lagerfeuer. Hier. Aha. Fünf Stück. Hier wieder keine Steinsäge. Haben wir hier Quarz. Ah ja, Rukia, willkommen zurück. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Warum nicht? Hallo. Was denn? Keine Steinsäge. Ja, gut, ne? Muss ich wieder latschen? Kann nicht alles haben. Man kann nicht älchen, das Glück in Grünschein. Wie macht man nochmal Ketten? Aus Eisenklumpen und keine Ahnung. Und Eisendingern. Ah, hey, eine konnte ich machen. Und was braucht man nun? Eisenklümpchen und Eisen. Das Eisen kommt in die Mitte, ne? Und die Klümpchen oben und unten, oder? Ja. Aha. Ah, schon teurer Spaß, ne? So eine Kette. Ja, das geh mal zum Juwelier, frag mal. Obwohl, Eisenketten, hör mal. Das rostet doch. Oh, kann man aus Gold auch welche machen? Glaube ich nicht. Wäre ja sinnvoll. So Wäre was ja macht sinnvoll, Mojang heutzutage nicht mehr. ja.
So was macht Mojang heutzutage nicht mehr. Ach, die Zeichen sind vorbei wohl. Die machen ja noch nicht mal aus Schwarzeichenholz Schwarzeichenholzbetten oder Schwarzeichenholzregale. Haben wir hier Regal, wo Sie gerade sagen, Regale, haben wir hier nicht Bücherregale? Ja, also mit den Regalen, da werde ich tatsächlich bis zu 1,20 warten. Da gibt es dann Regale. Ja, habe ich ja eben vorgelesen, dass man dann Regale bauen soll. Also hier sind keine. Ich würde das begrüßen. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, wenn es die in verschiedenen Holzfarben gibt. Ne? Und nicht nur in Eiche. Ja, gut, da, ja. Gut. Da habe ich das bei dir. Wie groß ist denn das Ganze hier? Eins, drei, vier, fünf, sechs und beide sieben. Lass mich durch, ich bin Feuerwehrmann hier. So. Feuerwehrfrau bist du doch, Mensch. Weißt du, ich hab's nicht so mit dem Gendern. Nicht so viele Feuerwehrfrauen, oder? Nee, also würde ich jetzt. Nee, glaube ich nicht, dass es so viele gibt. Ist ja auch reichlich anstrengend. Wobei ich aber glaube, ich meine, dass das ein männlicher Beruf ist. Ich glaube, Feuerwehrfrau gibt es gar nicht. Vielleicht dem Namen nach nicht, aber warum soll es das nicht geben? Ich meine, es gibt ja auch Soldatinnen. Will das eigentlich eins höher haben? Ah ja, sehr schön. Nee. Nee. Ich brauche halbe, aber bevor ich halbe mache, klatsche ich mal hier die ganzen dran. Hast du noch einen halben Sandstein? Nee, nur die, ich habe nur die glatten. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ah, ich hatte das nicht gerade gemacht. Deshalb muss ich dann noch mal ändern. So, das sind zwei und dann so schräg. Okay. Dann reißen wir halt das noch mal ab. Dann abreißen sind wir ja voll Profis. Bestimmt, da macht uns so schnell keiner was vor. Ne? Gut, also nochmal nach oben. Wo habe ich denn jetzt die halben Dinger? Ach, da. Ich habe schon wieder Minecraft-Mucke. Oh, schön. Okay, das heißt, ich mache. Das ist ja dann hier. Oh, jetzt habe ich auch Minecraft-Mucke. Ist das nichts?
Müsste aber eigentlich. So, und dann hatte ich das hier so schräg gemacht. Das heißt, ich mache, weil ich ja jetzt hier anders bauen muss, machen wir das so. Ja, ich glaube, so kann man das machen. Kommt mir aber schon groß vor. Oh, Mensch. So, wenn ich reinkomme, einen Platz, dann haben wir die zwei Betten bekommen. Fangen wir mal so an. So, wenn ich reinkomme, die zwei Betten. Und also nochmal abreißen, weil es Spaß macht. Was machst denn du da? So, da haben wir jetzt die zwei Betten. Ich gehe halt jetzt hier peu à peu durch. So. Na, jetzt lass mich doch durch hier. So, zwei Bettchen. Dann haben wir ein frei und dann kommen zwei und ein. Ne, falsche Seite. Hier muss ich hin. So. Dann hier. So. Da ist Sandstein. Mein Gedächtnis ist irgendwie heute das von einer Fliege. So, dann haben wir das. Ach, das ist auch nicht gerade. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Das heißt, der ist nach einem verrückt. Okay. Dann machen wir das so. So. Ja. Genau so. Und dann ist da die Türe. Mein Gott, was für eine schwere Geburt, ey. Das war verkehrt herum. So. Na, das wird doch. Ich könnte ja hier auch so einen kleinen Bettvorleger machen. So. Dann passt das ja wieder. Ich glaube, da hinten hatte ich das so gemacht und da kam dann irgendwie hinterher, als habe ich Ton weggelegt, weil ich ganz schlau bin. Ja, dann kann ich das ja jetzt hier schön hochziehen.
Also, Erde. Holz? Nee. Holz habe ich nicht. Nee, du hast kein Holz. Holz. Wird alles abgelegt? Ich habe auch gar keinen Platz. Ach ja, mir fehlt ja dieser eine. Mache ich jetzt mal schnell hier an der Werkbank. Oh, der hat gar nicht die Umrandung. Moment, hä? Was ist denn das dann für einer? Noch mal einen rausreißen hier. Wie einen rausreißen. Dann ist doch da ein Loch. Ja, ein bisschen Schwund ist halt immer, ne? Ja. Na ja. So, wie heißen die? Geschnittene Sandsteinstufen. Geschnitten, wie kriege ich das denn hin? Aus den polierten Sandsteinen. Es gibt doch auch glatter Sandstein. Aus den glatten Sandsteinen. Aber ich weiß nicht mehr, wie glatter Sandstein geht. Der hier normale Sandsteine zusammen. Da kannst du es nicht. Das kannst du doch ganz einfach an der Steinsäge. Da kriegst du doch aus normalem Sandstein alle Dinger raus. Oh, ein Sonnenaufgang. Aha. Ja, mein Iroki, ich hab's doch gelesen und mich bedankt, dass du mich darauf hingewiesen hast und dann muss doch gut sein. Alles gut, Rukia. Ich muss die Folge nur noch löschen. Ich habe dir doch geantwortet, Rukia. Habe ich nicht gewusst. Okay, glatt, also ist das glatter Sandstein. Gucken wir mal. Ja. Dann werden wir es schon sehen. Was man immer alle vergisst, wenn man das länger nicht mehr gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Naja, es sind ja auch etliche Rezeptchen. So ist es nicht. So, Sandstein. Ich meine, da kann das so schwer nicht sein. Gemeißelter Sandstein? Nee. Was bist du? Ah, okay. Aber mit dem Texture Pack da. Geschnittener Sandstein. Vier Sandsteine ergibt einen geschnittenen. Das dachte ich mir. Okay.
Dann machen wir mal so ein. Und aus dem dann den. Aber was ist denn ein geschnittener Sandstein, sag mal? Der ist doch gemeißelt. Vielleicht kann man die auch schneiden, weil die so weich sind. Dann halbieren wir das halt eben. Ach Mensch. Ich verlaufe mich hier in meinen eigenen vier Wänden hier. Ja, das passierte. Ich brauche ein Navi. Sedele. Na, dann haben wir das doch hier auch. Dann brauche ich nur noch das Badezimmer dann hier. Ne, stimmt nicht, noch Blümchen. Oh, die Blümchen. Irgendwie kriege ich Hunger. Musste was essen. Ja, gleich. Kommt das hin? Ja, das ist halt da immer so die Zeit, ne? Wenn ich. Das ist immer so die Zeit, wenn wir eigentlich immer essen. Ja, wollen wir eine Essenspause machen? Oder willst du generell aufhören und nachher sowieso was anderes machen? Wenn würde ich dann für heute generell gerne dann aufhören. Okay. Dann kann ich meinen Arm auch noch mal ein bisschen schonen. Ja, genau. Dann muss ich ja bei dir mal gucken kommen. Ja, ich komme bei dir jetzt auch mal gucken. Ich war bei dir ja noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo du warst. Im Grünen. Ich war im Grünen. Draußen im Grünen. Nee, drinnen im Grünen. Ach so. Also der Brunnen ist super. Der sieht super schön aus. Ach ja, und jetzt hast du das so ein bisschen wiederholt. Ja. Ja. Aha. Spiegelverkehrt halt. Na, Badezimmer fehlt noch, aber Ja. ja. Und was ich hier Gehen wir hier mache, weiß hin. ich noch gar nicht. Ja. Ja, man hat eigentlich Wahnsinnsplatz in den Dingern, ne? Ja. So, wo ist denn der Grüne? Der ist nach links rum. Hier rum. Hab keinen so einen schicken Brunnen.
Gott, am ganz anderen Ende. Ja. Oh. Was ich hier oben mache, weiß ich noch nicht. Schick. Ach, das ist mit einer Holzplatte drauf. Ah. Schick. Die sind ein bisschen dünner. Da sieht es nicht so klobig aus. Ja. Echt schick. Oh, der Kamin. Der ist schick. Dankeschön. Auch so ein Kamin. Ah, siehst du das hier, das? Diese Steine? Siehst du Ja. das? Die heißen hier bei mir geschnitten. Also Ja, die so. heißen bei mir auch so. Ja, das sind doch die gemeißelten, oder nicht? Nee, die gemeißelten sind die hier unten, der hier unten drin ist. Mit dem Gesicht oder wie der bei dir aussieht, weiß ich nicht. Ach so. Der hier. Ein gemeißelter. Zu denen ich immer Okay. Verzierte sage, weil ich es ja nicht merken kann. Ah, okay. Ja, was soll ich denn da oben hin machen? Das weiß ich noch gar nicht. Lauter Teppiche. Weiß gar nicht, ob Vielleicht hier man. in den Ecken so schöne Sitzgelegenheiten oder so. Ja. So Gar nicht, ob Sitz. man dann hier eine Tür machen würde, eventuell. Ja, warte mal, wo kommt Man denn dann der? da gleich. Nur von unten, von der Mitte. Ach so, man kommt von hier oben gar nicht rein. Nee, noch nicht. Da müsste ich erst hier User joined your rausnehmen und channel. Türen Jo, ich reinmachen. störe mal gerade. Hallo, guten Abend. Steffi, man hört dich fast gar nicht im Stream. Wieso hört man mich denn nicht? Also, Mikro ist an. Bist du mal Also, wieder leise? ist super leise, ja. Gerda und Stimmt. ich sind super laut. Okay. Ich Das kapiere ist das nicht. eigentlich, das ist oft so, ne? Eigentlich ist es immer so. Ja, aber ich kapiere das nicht. Warum stellt sich das bei mir immer um? Das kann ich sagen, tatsächlich. Ich habe nur gedacht, ich guck mal kurz rein und habe das dann gesehen und deswegen Wie konnte ich sage ich mal denn Bescheid. nochmal, Dankeschön, wie konnte ich denn nochmal die So, bin ich jetzt lauter? Mach noch mal ein bisschen lauter, wenn du kannst. Ja, okay. So, jetzt bin ich jetzt lauter. Oder immer noch zu leise. Das ist die Einstellung, Carsten, die wir beide zusammen vor einem Monat oder was gemacht haben. Ich kapiere das nicht, was das bei mir hier immer ist. Ich möchte tatsächlich auch nicht sagen, aber du bist halt echt leise. Also zumindest im Vergleich mit Gerda. Okay. Ja, also ich habe jetzt volle Lotte an. Also kleiner drehen, höher drehen kann ich nicht. Ja. Verstehe ich nicht. Ich kann es dir tatsächlich auch nicht sagen. Also ich höre halt, ich habe halt gerade eben reingehört und denke so, hä, wieso spricht Steffi nicht? Aber Gerda hat halt die ganze Zeit irgendwie einen Dialog gehalten und kein Monolog und hat die Antworten fast Das gar nicht mitbekommen. weißt du ja nicht genau, ob ich nicht monologisiere. Ja, auf jeden Fall dachte ich, ich sag mal Bescheid, dann müssen Ja. wir gucken. Tja, ja, ich weiß nicht, was das ist. Ich meine, jetzt habe ich Gott sei Dank gesehen, zumindest, dass mein Mikro an ist. Ja. Die Aufnahme davor, wie ich ja mit dir letzte Woche darüber gesprochen habe, tatsächlich hat er da auch auf die Kamera zugegriffen.
Aber was das hier immer ist, ich kapiere das nicht. Alles ist auf 100% und mehr wie 100% geht ja nicht. Ja, das klingt nicht richtig, da bin ich bei dir. Keine Ahnung. Also bei mir klappt es ja auch, ne? Das ist Ja. deswegen, du hast ja das selbe Mikrofon, ne? Ja. Puh, schwierig dann, keine Ahnung. Naja, dann mach mal weiter. Ich will dich jetzt auch nicht vom Spielen abhalten. Ja, Ich wollte es dir alles nur mal gut. Wir sagen, du warst halt wollten. echt Wir machen sehr jetzt leise. sowieso Schluss, ne? So wie es aussieht. Ja. Was Die essen? Steffi hat Hunger. Ich habe auch Hunger. Ja. Ja, na dann, haben wir nett gebaut. Ja. Okay, dann tschüss. 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 Schönen Abend. User disconnected from your channel. Ja, Mensch. Dann hau ich auch ab, ne? Alles gleich. War wieder schön. Ja, ne? Ja. Dann mach Ja. es gut, meine Ja Liebe. auch. Ja, nächste Woche können wir ja gucken, wenn du. Genau. Ne? So. Dann müsste dein Arm ja hoffentlich wieder ein bisschen besser sein. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ja. Ja. Mach mal Franzbranntweinwickel. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Das werde ich mir am Montag holen. Altes Hausrezept. Ja. Was? Ihr könnt mich mit meinem Rotwein nicht allein lassen. Warum nicht? Der ist doch mein bester Freund. Funktioniert doch. Das schaffst du. Ich bin dann auch mit meinem Rotwein alleine, übrigens. Na, guck mal, ich bin bei einer Cola. Ach Mensch. Oh. Lauter einsame Menschen. Oh, Schluchz. Ja, Schluchz. Ja, vielen Dank, Murphy, für dein Follow. Nächsten Samstag wieder, wenn du Lust hast. Genau. Einen netten Abend und bis neulich. Alles klar. Ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Abend. Schön, dass du hier warst. Habe ich mich echt drüber gefreut. War schick. Und ja, mit Gerda, mit dir natürlich auch. Ja. Ja. Und ja, dann freue ich mich auf nächste Woche. See you. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Und da